Hitler auf dem Höhepunkt seiner Macht. Dass sein Weg in den Abgrund führt, wollen nur wenige wahrhaben. Aus der Masse der Mitläufer ragen Einzelne heraus, die sich zur letzten Konsequenz durchringen. Wer Widerstandspläne anfing, der musste natürlich auch die Chance eines Zugangs haben zu ihm. Und schon deshalb war der Kreis derer, die dafür in Frage kommen, sehr klein. Der Diktator schottet sich ab, umgibt sich mit willigen Vasallen. Doch in seinem Umfeld sind auch junge Offiziere, die erkennen, dass nur Hitlers Tod die Katastrophe noch aufhalten kann. Wer sein Vaterland liebt, der kann es nicht ertragen, dass in dieser Weise mit seiner Ehre und seiner Moral umgegangen wird. Oberst Graf von Stauffenberg schmuggelt eine Bombe in Hitlers Hauptquartier. Hier eine Rekonstruktion. Der 20. Juli 1944 wird zum Symbol des deutschen Widerstands. Es ist nicht gut gegangen. Aber es hat jedenfalls der Welt und auch der Nachwelt und auch den heute lebenden Deutschen gezeigt, dass nicht das ganze deutsche Volk dem Adolf Hitler verfallen war. Doch es ist nicht der einzige Versuch. Etwa 40 Mal planen oder vollführen mutige Männer Attentate gegen den Diktator. Mit Säurezündern, mit Gewehren, mit Zeitbomben. Den meisten von ihnen blieb die Anerkennung versagt. Der Bodensee. Hier verlaufen die Grenzen fließend zwischen Deutschland und der Schweiz. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs suchen manche in dieser Gegend ein Schlupfloch, um Hitlers Reich zu entfliehen. Auch der schweigsame Fahrgast, der am Abend des 8. November 1939 nach Konstanz übersetzt. Der Weg zur grünen Grenze ist ihm vertraut. Vor Jahren lebte er als Handwerker hier. Im Garten eines Kinderheims trennen ihn nur noch wenige Meter vom rettenden Exil. Doch seit Kriegsbeginn ist die Grenze streng bewacht. Zollbeamte nehmen den verdächtigen Grenzgänger fest. Im Zollbüro findet sich in seinen Taschen auch eine Ansichtskarte des Bürgerbräukellers in München. Die Vorsehung. Jenem Ort, an dem Hitler just in diesen Minuten zu seinen Parteifreunden spricht und zu seiner Gefolgschaft im ganzen Land. Wir wussten alle, heute in München spricht Hitler. Und da haben wir das im Radio eingeschaltet und haben dazugehört. Und auf einmal macht es einen Mordsknall und das, also dieses Attentat geschehen. Da haben wir den Krach, den Knall haben wir gehört, dann hat es aufgehört. Wir wussten natürlich nicht, was los war. Erst zwei Tage drauf, in der Zeitung haben wir vernommen, dass da ein Attentat verübt worden ist. Die Decke ist heruntergestürzt, zum Teil hereingestürzt, eingebrochen. Man sieht den Himmel durch. Es ist ein Bild fürchterlicher Zerstörung. 8 Menschen sterben in den Trümmern. Doch sein Ziel hat der Anschlag verfehlt. Nur kurz zuvor hat Hitler den Saal verlassen. Wir sind dem Schicksal unendlich dankbar dafür, dass es uns den Führer erhalten hat. Bei der üblichen Fahnenhissung wurden wir mit einer Botschaft überfallen beinahe, dass nun das Attentat stattgefunden hätte. Und dass dank der großen Vorsehung Hitler überlebt hätte, dass es aber Opfer gegeben hätte und es sei eine Schande und es sei ein schreckliches Verbrechen. Und wir alle müssten dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Nach dem ersten Schock nutzt das Regime das Attentat für seine Propaganda. Hitler wird zum unverwundbaren Übermenschen verklärt. Das Schicksal, heißt es,
habe ihn in seiner Mission bestärkt. Ein Wunder habe den Führer vor dem Tode bewahrt, den ruchlose Mörderhand ihm bestimmt hatte. Die Vorsehung, die uns den Führer gesandt hat, werde ihn uns auch für die Zukunft bewahren. Ja, ich würde mal sagen, ich war selber so unpolitisch, dass ich mir keinen rechten Reim auf diese Geschichte machen konnte und immer nur gedacht habe, ja, wie kann ein Mensch so etwas wagen? Auf der Suche nach dem Urheber stochern die Fahnder im Nebel, trotz lautstarker Kurzschlüsse. Die Spuren weisen auf ausländische Urheber hin. Für Hitlers Propaganda eine willkommene Gelegenheit, dem britischen Kriegsgegner die Schuld zuzuschieben. Da trifft es sich gut, dass tags darauf in der holländischen Grenzstadt Venlo zwei dubiose britische Agenten in die Fänge der Gestapo geraten. Was dezent verschwiegen wird, die Nazis selbst haben Stevens und Best in eine Falle gelockt und entführt. War auch der Anschlag am Ende nur ein abgekartetes Spiel, um Hitler zu stärken, wie Regimegegner vermuten? Oder stammt der Täter gar aus Hitlers eigenem Umfeld? Alles falsche Fährten. Die Wahrheit kommt eher durch Zufall ans Licht. Im Gestapo-Revier der Bodenseestadt Konstanz. Noch in der Nacht des Attentats wird dort der seltsame Grenzgänger nach seinen Personalien befragt. Ein Kunstschreiner von der Schwäbischen Alb. 36 Jahre alt, ledig, ein einfacher Mann, der in kein Schema passt. Er hat manchen Verdacht geweckt, verharrt jedoch in Schweigen. Erst Tage später, nach brutalem Gestapo-Verhör, bekennt sich Georg Elser zu seiner Tat. Das Protokoll seiner Vernehmung, in sprödem Beamtendeutsch verfasst, bleibt sein einziges Vermächtnis. Zeugnis eines einsamen Täters, der nur seinem Gewissen folgt. Ich stellte allein Betrachtungen an, wie man die Verhältnisse der Arbeiterschaft bessern und einen Krieg vermeiden könnte. Hierzu wurde ich von niemandem angeregt. Auch wurde ich von niemandem in diesem Sinne beeinflusst. Elsers Nachbarn in seinem Heimatort Königsbronn stehen vor einem Rätsel. Wo das aufkam, dass der Elser das Attentat gemacht hat, das hat kein Mensch geglaubt und auch kein Mensch verstanden. Wie kann der Elser sowas allein auf die Füße gestellt haben? Der Elser muss doch jemand gehabt haben. Der Elser, das gibt's doch nicht. Wer steckt da dahinter? In dieser kargen Abgeschiedenheit soll der Plan gereift sein, Hitler zu töten, im Kopf eines Einheimischen, an dem das Auffälligste seine Unauffälligkeit war? Wer war so Einzelgänger? Richtiger Einzelgänger. Schon immer, also anders kenne ich den gar nicht. Er war ja ein bisschen unnahbar. Man ist nie warm geworden mit ihm. Einer, der seine Lehrzeit im örtlichen Hüttenwerk absolviert, der für die Sache der Arbeiter ficht, ihre Parteien und Gewerkschaften gleichwohl meidet. Einer, der seine wahre Berufung im Schreinerhandwerk findet, das er zur Kunst veredelt. Diese Uhren hat Elsa selbst gefertigt und dabei Kenntnisse erworben, die ihm beim späteren Attentat zugutekommen werden. Unter den Zeugnissen seiner Kunstfertigkeit auch eine Zither, das Instrument, in dessen Klängen der Freizeitmusiker gerne seine Zuflucht sucht. Da kam also sehr oft und sehr viel zu uns ins Haus und von diesem Kennenlernen kann ich eigentlich nur sagen, dass Georg Elser ein sehr netter Mann war, sehr aufschlussreich und er hat vor allen Dingen auch war sehr hilfsbereit. Georg Elser hat im hiesigen Zitterclub mitgewirkt, da war er sehr, sehr beliebt.
Und da ist er nicht als Sonderling aufgetreten. Ein Eigenbrötler, aber nicht weltfern oder lebensfremd. Vater eines unehelichen Kindes. Der war in Musikvereinen und hat ja auch Freundinnen, mehrere gehabt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Einzelgänger das macht. Er ist zum Einzelgänger geworden nachher, nachdem die Idee bei ihm greift, ist, dass er das durchziehen will. Es ist die Idee, nicht tatenlos zuzusehen, wie sein Land in der braunen Flut versinkt. Er war schon Gegner vom Nationalsozialismus. Aber kein Gegner, der aufgefallen ist. Kein Gegner, der aufgefallen ist. In der verordneten Volksgemeinschaft ist Widerspruch nicht gefragt. Hitlers Volk hat sich Mitte der 30er Jahre weitgehend mit dem Regime arrangiert. Die Tugenden der Deutschen, nun Pflicht und Gehorsam ohne rückzudenken, worum geht's eigentlich, feierten ja neue Blütezeiten. Und man kann überhaupt in dieser Zeit nicht davon sprechen, dass sich irgendwo ein ernstzunehmender Widerstand organisiert hätte. Das waren vielleicht winzige Kreise, aber dass das eine Zeit war, in der Hitler und die Nazis irgendetwas hätten befürchten müssen von der Bevölkerung, kann überhaupt keine Rede sein. Die nachträgliche Konstruktion, dass vielleicht ein paar ein bisschen herumgemotzt haben und das nun als einen Volkswiderstand zu stilisieren, also davon habe ich keine Spur gemerkt. 16. März 38, Berlin. Neuer Höhepunkt im nationalen Rausch. Hitler kehrt aus Österreich zurück, wo er den Anschluss seiner Heimat an das Reich verkündet hat. Eroberung durch Erpressung, aber ohne Blutvergießen. Die Mehrheit der Deutschen lässt sich blenden. Alle Schattenseiten des Regimes, KZ, Folter, Rechtlosigkeit, sie scheinen überstrahlt. Bei solcher Euphorie stehen Gegner auf verlorenem Posten. Der aktive Widerstand war nie etwas anderes gewesen als ein Atoll im Pazifik der braunen Zustimmung. Tausende warten bis in die Nacht vor der Reichskanzlei. Führerkult, der auch manche politischen Gegner in seinen Bann zieht. Nur Einzelne widerstehen dem Sog. Einer der wenigen hat eine Schlüsselstellung im Geheimdienst des Admirals Canaris. Oberst Hans Oster, tief religiös, fest entschlossen. Motor des militärischen Widerstands. Oster war das moralische Gewissen des Militärs. Er hat sich wirklich wie jemand verhalten, der eine höhere Instanz kennt als die Instanz des Befehls, der Befehlskette im militärischen Raum. Und das eigentlich von Anfang an. Bei Hitlers nächstem Schachzug wird Oster mächtige Mitstreiter finden. Tschechoslowakei, Sudetenland, Sommer 38. NS-Freikorps werden bewaffnet mit Gewehren aus Wehrmachtsarsenalen. Hitler plant, die deutsche Mehrheit im Sudetenland als Hebel zu benutzen, um die Tschechoslowakei zu zerschlagen. Der Diktator steuert Kriegskurs. Doch die Generalität ist skeptisch. Für den großen Krieg scheint die Wehrmacht noch nicht reif. Generäle werden zu Verschwörern. Manche wollen den Krieg vermeiden, das Reich retten, am liebsten Hitler überzeugen. Nur wenn das nicht gelingt, soll der Diktator abgesetzt werden. Einer der Verschwörer, der neue Generalstabschef Franz Halder, politisch unerfahren, kein entschlossener Putschist. Man wollte beim Generalstab unbedingt einen Krieg vermeiden. Und Halder beauftragte meinen Vater, der sein Stellvertreter war, mit der Ausarbeitung von Staatsstreichplänen.
Plänen, die durchgeführt worden sollten für den Fall, dass es zu einem Krieg wegen der Sudetenkrise kommen könnte. Auch die Verbündeten der Tschechen wollen den Krieg um jeden Preis verhindern. Am 15. September 1938 kommt Großbritanniens Premierminister Chamberlain nach Berchtesgaden. Er will den Frieden retten. Doch Hitler gibt sich angriffslustig, schraubt seine Forderungen immer höher. Ein Krieg ums Sudetenland scheint kaum noch zu vermeiden. Die Verschwörer um Oster und Halder schmieden Pläne für die Zeit nach einem Putsch. Deutschland soll zunächst Militärdiktatur werden, dann Monarchie oder Ständestaat mit faschistischen Elementen. Kein Wort von Menschenrechten oder freien Wahlen. Wir dürfen vor allen Dingen nicht den Fehler machen, zu glauben, dass dieser Widerstand irgendetwas mit Demokratie zu tun hatte oder mit Vorstellungen von einem demokratischen Deutschland, wenn Hitler gefällt werden würde, beseitigt werden würde. Die meisten der Putschisten wollen viel von Hitlers Großdeutschland erhalten, vor allem die Dominanz des Militärs. Ein künftiger Monarch wäre schon in Sicht, Kronprinz Wilhelm, der Sohn des letzten Kaisers. Auch er nicht unbedingt ein Demokrat. So strahlend demokratisch war ja die Weimarer Republik nun auch nicht. Also natürlich haben die zum Teil konservative und vielleicht zu sehr nationale Vorbilder gehabt. Aber der Kern ihres Widerstandes war die Wiederherstellung des Rechtes. Und das ist meiner Meinung nach auch dann die Grundlage gewesen für eine spätere demokratische Entwicklung. Am 26. September 1938 überträgt der Reichsrundfunk Hitlers Rede aus dem Sportpalast. Die Deutschen sollen eingeschworen werden auf den Krieg. Ich gehe meinem Volk jetzt voran als sein erster Soldat und hinter mir... Hinter mir, das mag die Welt wissen, marschiert jetzt ein Volk, und zwar ein anderes als das vom Jahr 1918. Jetzt müssten die Verschwörer handeln. Generalmobilmachung in der Tschechoslowakei. In ganz Europa Kriegsvorbereitungen. Frankreich und England ziehen Reservisten ein. Doch die Putschisten in Berlin zögern. Trotz Osters Drängen verweigert Halder den Befehl zum Losschlagen. Der Generalstab zaudert. Werden die Deutschen den Sturz des Diktators hinnehmen? Sind die Planungen wirklich ausreichend? Es fehlt an Entschlossenheit. Wir haben dann öfter auch gefragt, warum geht da eigentlich niemand hin und erschießt den Hitler? Und dann hieß es immer, nein, das geht auch nicht so einfach, denn wir wollen ja auch keinen Bürgerkrieg hervorrufen. Das muss dann alles gesichert sein, sodass dann überall irgendjemand ist, der die Sache in die Hand nehmen kann. Und das kann man nicht einfach so machen. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer gehört zum engsten Kreis der Verschwörer. Auch er drängt zum Handeln, ermutigt, wer das Schwert hebt, wird durch das Schwert umkommen. Doch wie wollen die Putschisten Hitler ausschalten? Der Tyrann ist scharf bewacht von der Leibgarde der SS. Die Verschwörer wissen, nur in Berlin gibt es Chancen für den Zugriff. Alles ist vorbereitet. Es sollte ja, falls es zu einem Staatsstreich kommt, Hitler durch eine Greifgruppe unter dem Oberstleutnant Heinz gefangen genommen werden. Hitler sollte vor ein deutsches Gericht gestellt werden. Es sollte dem deutschen Volke eröffnet werden, was für ein Verbrecher er war und was für ein verbrecherisches System es gewesen ist. Er sollte abgeurteilt werden.
In mehreren Berliner Wohnungen warten Angehörige des Greiftrupps bewaffnet auf den Befehl zum Losschlagen. Insgesamt nur 20 Mann. Einige von ihnen sind entschlossen, Hitler zu töten, nicht erst zu verhaften. Vor der Hauptstadt kasernierte Wehrmachtseinheiten sollen den Putsch absichern. Mitbekommen habe ich insofern etwas, als ich damals Soldat in Potsdam war und wir Ende September plötzlich alarmiert wurden, scharfe Munition empfingen, die Kaserne verließen und Wartestellungen bezogen und dann stundenlang gewartet haben. Der Plan des kleinen Greiftrupps ist verwegen. Ein Mitverschwörer in der Reichskanzlei soll die Türen von innen öffnen. Dann wollen sie die Wachen ausschalten und Hitler am Schreibtisch verhaften oder gleich erschießen. Nie zuvor stand Hitlers Herrschaft so kurz vor ihrem Ende wie in den letzten Septembertagen 1938. Dann, am Morgen des 28., ein ernüchternder Anruf. Die Verschwörer erfahren, Mussolini hat auf Bitten der Westmächte eine Konferenz in München vermittelt. Europas Friede ist vorerst gerettet, in letzter Sekunde. Der Putsch wird abgesagt. Die Münchner Konferenz bringt Hitler die Erfüllung fast aller seiner Forderungen. Jubel auf den Straßen. Die Tschechoslowakei muss das Sudetenland an Deutschland abtreten. Dafür werden die Grenzen der sogenannten Resttschechei garantiert, vorerst. Die Westmächte beugen sich Hitlers Gewalt und verraten ihren Verbündeten in Prag. Doch auch der Diktator fühlt sich als Verlierer. Er wollte seinen großen Krieg schon jetzt. Die meisten der Putschisten sind erleichtert. Nur wenige erkennen, welche Chance vertan worden ist. Vor allem Halders Zögern hat den Putsch verhindert. Panisch lässt er jetzt die Unterlagen des Staatsstreichs vernichten. Ich weiß nur, dass mein Onkel Klaus Bonhoeffer, der von dem Versuch des Staatsstreichs damals wusste, Herrn Halder anonym ein Päckchen mit Kinderexkrementen zugeschickt hat, weil er so ärgerlich war über diesen Feigling oder diesen, wie er gesagt hat, Hosenscheißer. Ja? Also ich sage das hier mal so. Es war aber eben mehr als nur Feigheit. Es war eben auch ein Gefühl, einer solchen Sache vielleicht nicht gewachsen zu sein. Nach der Einverleibung des Sudetenlands ist Hitler populär wie nie. Ein Staatsstreich scheint jetzt aussichtslos. Es herrscht die Illusion, die Kriegsgefahr sei nun gebannt. Der Einzelgänger aus Königsbronn deutet die Zeichen anders, wie er im Verhör angibt. Ich war um diese Zeit der Überzeugung, dass Deutschland anderen Ländern gegenüber noch weitere Forderungen stellen wird und dass deshalb ein Krieg unvermeidlich ist. Die Besetzung der Tschechoslowakei ist ihm besonders nahe gegangen, ne? Und er hat gesagt, die wollen noch mehr besetzen, ne? Also die bringen Europa in Unruhe und so weiter. Das war schon seine Ansicht, ne? Er hat es so in sich verfestigt, dass er gesagt hat, der Hitler und seine nächsten Leute müssen weg, sonst passiert das Schlimmste. Für Georg Elser ist jetzt Zeit zu handeln und er sieht nur einen Weg. Am 8. November 1938 nimmt der Königsbronner den Zug nach München. 5 Wochen nach der fatalen Konferenz. Hitlers Hauptstadt der Bewegung ist festlich geschmückt. Für den bevorstehenden Besuch des Staatschefs zur Erinnerung an seinen missglückten Putsch von 1923. Ort der Handlung, der Münchner Bürgerbräukeller. Georg Elser inspiziert den Schauplatz. Nur hier hat er die Chance, Hitler zu treffen. Wie jedes Jahr wird der Diktator am Abend zu seinen Parteifreunden sprechen.
An diesem Ort will Georg Elser ein Jahr später seinen Plan vollführen. Der Zaungast aus Königsbronn wird Zeuge, wie Hitler sich mit seinen Getreuen trifft. Wie er dem Ritual gemäß zur Feldherrnhalle marschiert. Am Abend brennen die Synagogen in München und im ganzen Land. In der Pogromnacht wird das verbrecherische Antlitz des Regimes offenbar. Für die Verschwörer kein Anlass zum Handeln. Viele im Militär waren blind für das Unrecht, was in Deutschland geschah, für die Judenverfolgung, für den Umgang mit Behinderten. Das alles hat einige, hat das ungeheuer bewegt. Aber andere haben das so mit dem Argument, wo gehobelt wird, da fallen Späne, beiseite. Die haben wirklich weggeschaut im tiefsten Sinne dieses Wortes. Sie stehen ihm aber pflichtschuldig zur Seite, wenn Hitler seine Truppen aufmarschieren lässt. Viele Militärs, die im Jahr zuvor noch Staatsstreichpläne hegten, salutieren der Heerschau zum 50. Geburtstag des Diktators im April 39. Dass dieser Weg zum Krieg führen wird, das ist für Georg Elser in seinem schwäbischen Heimatort nur noch eine Frage der Zeit. Er ist überzeugt davon, dass er sein handwerkliches Geschick einsetzen muss, um dieses Verhängnis noch aufzuhalten. Mit der ihm eigenen Beharrlichkeit entwirft der Schreiner einen ausgeklügelten Sprengapparat. Bei uns, sag mal, als Schwabe, sag mal, das war ein richtiger Tiefdeli. Das war er. Und daher hat er auch, ich sage ja, Uhren repariert, er hat er. Und dann hat er können auch die Zeitbombe machen. Für die Materialbeschaffung hat Elsa eine naheliegende Idee. Er heuert im örtlichen Steinbruch an. Und dann kam unser Vorarbeiter zu mir und hat gesagt, du Junge, was meinst du? Dem kann ich doch sagen, dass der kommen kann. Gesagt, getan. Am anderen Tag war der Elsa da. Ja. Und von Tag an hat er bei Elsa bei uns die leichteren Arbeiter ausgeführt. Für den Steinbruch sind große Mengen Sprengstoff im Einsatz. Das haben wir auch nicht gemerkt, ob da ein paar Drohnen oder ein paar Fehler, das haben wir da nicht gemerkt. Das ist da also ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so gelaufen mit dem Munitionsbunker, wie es hätte sollen sein. Zur damaligen Zeit, wie mit Sprengstoff umgegangen wurde, ist, war das für den Elser eine Leichtigkeit, mit Sprengstoff heranzukommen. Nicht? Dann fügt sich Elser eine Verletzung zu, um kündigen zu können. Er hat, was er braucht. Da haben wir eine Wanderung gemacht. Auf einmal hat es da einen Mordsknall gegeben. Und da ist etwas explodiert. Und wir haben gesehen, aha, das ist auf dem Berg, nicht weit weg davon, im Frauental hinten. Und da haben die Eltern von Georg Elser haben einen Garten gehabt. Und da ist das explodiert. Und ich vermute, da hat er das ausprobiert, die Explosion. Mit dem beiseite geschafften Sprengstoff testet Georg Elser den Zündmechanismus. So unauffällig wie möglich. Nur seinem besten Freund vertraut er sich einmal an. Dann sagte Georg Elser zu mir, weißt eigen, wir kriegen keine bessere Zeit und keine bessere Zukunft in Deutschland, bis die Regierung in Luft springt ist. Dann habe ich gesagt, oh Georg, das kannst doch du nicht machen. Und dann haben dabei gelacht. Dann hat er gesagt, das mache ich noch, aber schwätzt nichts. Im August 39 zieht Elser nach München um, verlässt seine Heimat für immer. In Schwabing findet er ein günstiges Hinterhausquartier.
Der unauffällige Mieter gibt sich als Erfinder aus und sucht unter diesem Vorwand Hilfe bei heimischen Handwerkern. Ich habe einen Bekannten, der Herr Solider, der war Schlosser und hat in der Türkenstraße 59 im Rückgebäude eine Werkstatt gehabt, Schlosserwerkstatt. Und gegenüber in dem Hof hat der Elser seine Schreinerwerkstatt gehabt. Und der ist zu ihm gekommen und hat verlangt, dass er ihm einen Blechkasten macht. Und der Herr Solider wollte immer wissen, für was, und das hat er nicht bekannt gegeben. Er hat ihm aber dann den Kasten trotzdem gemacht. Und derweil war da die Bombe drin. In einer kleinen Hinterhofwerkstatt, die ihm zur Nutzung überlassen ist, bastelt der vermeintliche Erfinder tagsüber an seinem Sprengapparat. So lange, bis er sicher gehen kann, dass das Zündwerk auch wirklich funktioniert. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit. Denn mit seiner Vorahnung hat Elsa recht behalten. Am 1. September 1939 überfällt die deutsche Wehrmacht Polen. Hitler bricht einen Weltkrieg vom Zaun, der durch das Nachbarland eine Spur der Verwüstung zieht. Und tausendfachen Tod bringt. Für die polnische Intelligenz und vor allem für die Juden des Landes. Nach dem Militärschlag lässt sich der Befehlshaber in Warschau wie ein Feldherr feiern. In der allgemeinen Siegeseuphorie ist der Widerstandswille seiner uniformierten Helfer gelähmt. Wenn jemand einen einfachen, klaren Sinn für Recht und Unrecht hat, ist es ihm oft leichter, eine klare Entscheidung zu treffen, als jemand, der das tief reflektiert und überlegt und abwägt mit allen möglichen Überlegungen. Von seinem Entschluss ist Georg Elser im Zeichen des Krieges mehr denn je überzeugt. Der Bürgerbräukeller in München ist jetzt Tag für Tag seine Anlaufstation. Unauffällig mischt er sich unter die Gäste, bestellt ein Stammgericht für ein paar Groschen und wartet dann im Verborgenen den Feierabend ab. Während das Wirtshaus seine Pforten schließt, schleicht der Einzelgänger sich unbemerkt auf die Empore. In der Höhle des Löwen, hier anhand von Originalplänen rekonstruiert, vollzieht er seinen einsamen Kampf gegen Hitlers Krieg. Ich zweifle keine Sekunde, dass Deutschland siegt. In 18 Tagen ist Polen zertrümmert. Der Führer grüßt in Warschau die siegreichen Truppen des Heeres. Wir werden auf dieser Front erfolgreich bestehen. Dessen kann man überzeugt sein. Hier macht sich der nächtliche Besucher ans Werk. Vor dieser Säule wird Hitler am 8. November sprechen. Die Holzverkleidung hat Elsa in eine verschließbare Tür umgebaut. So bleibt unbemerkt, wie er die Säule dahinter nach und nach aushöhlt. In über 30 Nächten Arbeit. Immer in Gefahr, entdeckt zu werden. Also ich bewundere eigentlich an ihm, wie er das Ganze durchgezogen hat. Mit welcher Energie und mit welchem Opfer. Dass er da alles hinter sich abgebrochen hat. Und es war ihm ja sicher klar, dass er selber Opfer wird. Während Elsa in München seinen Plan vorantreibt, herrscht an den Fronten trügerische Ruhe. Zwar haben Frankreich und England den Krieg erklärt, noch aber wird am Rhein nicht geschossen. Dennoch halten unsere Soldaten scharfe Wacht. Schussbereit stehen Geschütze und Maschinengewehre in den Bunkern. Sitzkrieg im Westen. Frankreich greift nicht an und manche hoffen, den Krieg noch eindämmen zu können. Doch Hitler will jetzt auch den Feldzug im Westen. Widerstand der Militärs dagegen regt sich kaum noch. Einer bewahrt sich in der allgemeinen Euphorie des Sieges über Polen seine klare Einsicht. Hans Oster wagt einen verzweifelten Schritt. Das Einzige, was, und nachdem nur 38 auch schief gegangen war,
dass er sagte, was jetzt hilft, ist eine militärische Niederlage. So furchtbar, wie es ist. Und es kostet natürlich Opfer. Aber wenn wir heute mal zurückdenken, dann wissen wir, wie viel weniger Opfer es gekostet hätte im Verhältnis zu dem, bis diese Generalität mit Hitler diesen Krieg führte über 5 Jahre. Am 7. November 1939 schreibt Oster ein Memorandum über Hitlers Angriffspläne und übergibt es dem holländischen Militärattaché Oberst Saas. Der Westen soll gewarnt sein. Für Osters Kameraden glatter Landesverrat. Ich muss mir sagen, dass es für mich schrecklich gewesen wäre, wenn ich das erfahren hätte. Dann hätte ich ihm nur meine Pistole anbieten können oder ihm sagen, verzeihen Sie, ich muss binnen 2 Stunden dem Admiral Canaris Meldung machen. Osters Warnungen verhallen ungehört. Vor allem, weil Hitler den Angriffstermin immer wieder aufschiebt. 3-mal wird Oster ein neues Datum verraten. Am Ende schenken ihm die Westmächte keinen Glauben mehr. Die meisten Militärs bleiben viel zu lange gebunden an Eid und Gehorsam. Auch wenn die Kameraden ihm nicht folgen können, der Offizier Hans Oster vertraut auf sein Gewissen. Ich verlange nicht, dass irgendjemand diese Tat von mir versteht. Ich verlange auch nicht, dass ihr sie gutheißt. Das Einzige, was ich von euch als Freunden verlange, ist, dass ihr wisst, dass ich kein Schweinehund bin. Ich werde diese Tat selber verantworten. In München steht Georg Elser mit seiner Tat allein vor seinem Gewissen und vielen Zweifeln, wie er im Verhör andeutet. Ich bin in letzter Zeit auch öfter in eine Kirche gegangen. Es ist schon so, dass ich nach einem Gebet immer wieder etwas beruhigter war. Ich glaubte auch, dass ich einmal in den Himmel kommen würde, wenn ich Gelegenheit gehabt hätte, zu beweisen, dass ich Gutes tun wollte. Ich wollte ja auch durch meine Tat ein noch größeres Blutvergießen verhindern. Wenige Tage vor Hitlers traditionellem Auftritt im Münchner Bürgerbräukeller ist es soweit. Georg Elser baut seinen selbstgefertigten Sprengapparat in die ausgehöhlte Säule ein, nachdem er sich vergewissert hat, dass der Mechanismus einwandfrei läuft. Den Zeitzünder stellt er auf den 8. November 1939, 21.20 Uhr. Was danach passiert, bleibt dem Schicksal überlassen. Am Morgen jenes Tages tritt Elsa seinen Fluchtweg an in Richtung Bodensee. Über Konstanz will er in die Schweiz entkommen. Am Abend trifft Hitler wie jedes Jahr am Versammlungsort ein. Er hat nicht viel Zeit, weil seine ganze Aufmerksamkeit in diesen Tagen dem Plan für seinen Krieg im Westen gilt. Doch die alljährliche Rede vor den sogenannten alten Kämpfern ist Pflicht. Der Führer spricht! Eine deutsche Faust zu lassen. Auf wenige Stunden bin ich zu euch gekommen. Als das Treffen in München beginnt, ist der Attentäter in Konstanz fast schon am Ziel. Sein Plan scheint aufzugehen. Nahe der grünen Grenze hört Elsa aus einem Radio im offenen Fenster noch einmal die Stimme, die er für immer zum Schweigen zu bringen hofft. Doch da endet mit der Festnahme seine waghalsige Flucht, während seine Bombe über Hitlers Haupt immer noch tickt. Kapitulieren wird Deutschland niemals, niemals, jetzt in die Sitzkreise. Parteigenossen. Ungewöhnlich früh, kurz nach 21 Uhr, kommt der Redner an diesem Abend zum Schluss. Er will rechtzeitig mit dem Zug nach Berlin zurückkehren.
Auf die Sekunde genau explodiert die Bombe. Nur 10 Minuten vorher hat Hitler den Saal verlassen. Nie zuvor ist ein Anschlag auf ihn seinem Ziel so nahe gekommen. Das ist jetzt so der Klicker. Es sind allein jetzt so viele andere dabei ums Leben gekommen, gell? Und den, wo es betroffen hat, der nicht. Hitler deutet sein Überleben als Zeichen der Vorsehung und sieht sich nun erst recht bestärkt, seinen Krieg zu Ende zu führen. Bis zum Tag des Attentats kostet er an die 175.000 Menschen das Leben. Danach sterben bis Kriegsende mehr als 50 Millionen, viele von ihnen in den Todeslagern des Regimes. Hinter den Mauern des KZ wartet auch Georg Elser auf sein Urteil. Genau wie Hans Oster nach seiner Festnahme im Juli 1944. Die Häftlingskluft macht alle gleich. Anstand ist klassenlos und Menschenliebe ist auch klassenlos. Und sie finden das in gleicher Weise unter ganz einfachen Menschen, die nur wissen, was Recht und Unrecht ist, wie sie es auch finden können unter komplizierteren Menschen. In Dachau endet Elsers Odyssee. Bis zuletzt wird er dort für einen Schauprozess nach dem Krieg verwahrt. Georg Elser hat mir schräg gegenüber gesessen. Und dann habe ich gefragt, aus welchem Grund, ich weiß es nicht mehr, ob er noch Verbindung mit zu Hause habe, ob die Angehörigen wissen, dass er im KZ ist, dass er in Dachau ist. Und dann hat er mir nur geantwortet, nein, das weiß keiner. Ich bin Nacht- und Nebelgefangener und bin also völlig von allen Verbindungen abgeschnitten. Da musste er wohl mit seinem Tod rechnen. In der Zelle ist das Zitterspiel seine letzte Zuflucht. Georg Elser endet so, wie er gehandelt hat, in tiefer Einsamkeit. Es ist eben das, was die allermeisten Menschen als sinnlos bezeichnen würden, nicht? Dass man sich dafür aufopfert, eine solche Tat vorzubereiten, durchzuführen und die Konsequenzen zu tragen, dass es völlig sinnlos war. Dass es aber für die Geschichte und für das politische Vermächtnis, auch für kommende Generationen, ein leuchtendes Beispiel ist dafür, dass es eben doch nicht alle Menschen versagt haben, dass es doch immer wieder Menschen gab, die ihren Weg gegangen sind und bereit waren, dafür auch ihr Leben zu opfern. Am 9. April 1945 wird Georg Elser auf Befehl erschossen. Es ist der Tag, an dem auch Hans Oster sterben muss. Einen Monat später endet der Krieg, vor dem sie ihr Land bewahren wollten.